Während 4 Tagen fühlte man sich auf der alten Hauensteinstrecke zwischen Olten und Sissach in längst vergangene Zeiten zurückversetzt. Im Rahmen der ersten Schweizer Dampftage schnaubten mächtige Dampflokomotiven durch die idyllische Landschaft des Oberbaselbiets. Zweimal täglich pendelte die prächtige Lok des Typs Mikado mit bunt zusammengestellten Wagen durch das Homburger Tal. Im Volksmund wird die Bahnlinie liebevoll Löffelfingerli genannt. Sie hat es in sich. Die Strecke hat eine maximale Steigung von 26 Promille. Die Gotthardstrecke zum Vergleich ist nur um 2 Promille steiler. Auf dem Festgelände in Sissach nehmen wir uns Zeit, die Mikado genauer zu betrachten. Die Lokomotive ist heute in der Obhut eines Vereins aus Bruck. Mit viel Liebe hegt und pflegt er die alte Dame. Stolze 192 Tonnen bringt die 1946 gebaute Maschine auf die Waage. Das ist eine sogenannte Mikado. Die ist seinerzeit von den Amerikanern. Ja, die Franzosen geliefert worden, in etwa 1300 Exemplaren. Die Lok ist im 75 in die Schweiz gekommen, ist im 77 in Betrieb genommen worden, ist gefahren bis Ende 90er Jahre und dann haben wir sie im Verein während 12 Jahren total zerlegt und neu revidiert, dass sie so schön da steht, wie sie jetzt da ist. Neben der mächtigen Mikado standen weitere ehrwürdige Dampflokomotiven an den Dampftagen im Einsatz. So auch die 64518 aus dem Emmental. Auf dem ersten Teil der Fahrt war sie solo unterwegs. Dann, ab Olten, fuhr sie mit der Mikado vereint in Doppeltraktion und mit Volldampf über die alte Hauensteinstrecke. Für uns der richtige Zeitpunkt, um mitzufahren. Nach der anstrengenden Fahrt über die Bergstrecke gönnt der Lokführer der alten Dame eine kleine Verschnaufpause. Die 64518 wurde 1940 bei Arnold und Jung in Jungenthal gebaut und war bis 1972 bei der Deutschen Bahn in Betrieb. Das ist Baureihe 64, also 64518. Der Verein Historische Eisenbahn Emmental betreibt die in Hottwil. Und wir haben die seit 1981 bei uns im Fahrbetrieb. Mit Wagen der Bern-Lötschberg-Simplonbahn am Haken kämpft sich die deutsche Dampflokomotive der Baureihe 41 durch den alten Hauensteintunnel hoch nach Löffelfingen. Hier gibt es einen Fotohalt für die mitgereisten Eisenbahnfreunde. Die 41018 gehört heute der Dampflokgesellschaft München und ist die älteste noch erhaltene Lok ihrer Art. Insgesamt wurden zwischen 1937 und 1941 366 Lokomotiven dieses Typs für die Deutsche Reichsbahn gebaut. Mit der Fahrt über den Rümlinger Viadukt nähert sich der Zug langsam dem Ziel seiner Fahrt, dem Festgelände in Sissach. Hier präsentieren sich die Lokomotiven noch einmal den unzähligen Eisenbahnfans. Für die Organisatoren sind die ersten Schweizer Dampftage ein voller Erfolg. Man denkt bereits an die Zukunft. Ziel ist der Start eines jährlichen Dampftreffens für alle Dampfmaschinen, sei es Old Steam oder Modern Steam. Ziel ist hier den Tourismus in der Region Nordwestschweiz und hier auf der alten Hauensteinstrecke zu reaktivieren und neu aufzubauen. Großes Interesse bei den Besuchern,
gut ausgelastete Züge. Die Organisatoren sind mehr als glücklich. Bereits im nächsten Jahr sollen in Sissach die zweiten Schweizer Dampftage stattfinden.